Mein Community-Treff 2024. Ich erzähle euch erstmal ein bisschen was. Es handelt sich um eine Location, auf der sich auch ein Lost Place befindet. Es ist nicht das Hotel, wo ich meine Aufräumaktion gestartet habe. Erstmal so viel dazu. Es ist ein cooles Waldgrundstück mit einem Lost Place. Ein Fluss fließt daran lang, wir können im Fluss baden gehen, wir können Feuer machen, wir haben mehrere Feuerstellen, wir können da zelten, wir können im Lost Place übernachten, wir werden irgendwie ein paar coole Spiele machen für Erwachsene. Uns einfach mal zusammentun, eine richtig geile Zeit haben. Ich werde diesmal untersagen, dass irgendwie da YouTube-Videos produziert werden, weil ich weiß noch, bei meiner Aufräumaktion waren auf einmal 6 Leute da, die alle mit der Kamera rumgerannt sind und jeder hat ein eigenes YouTube-Video zugemacht. Und diesmal soll es einfach nur ein Community-Treff sein. Wir wollen Spaß haben, eine geile Zeit haben und ganz genau, ne? Das ist der Plan. So, wann wird das Ganze stattfinden? Das Ganze wird stattfinden am, lass mich nochmal kurz hier auf meinen Kalender gucken, 27. 28. Juli. Das könnt ihr euch schon mal eintragen. So, und es gibt, also pass auf, ich könnte jetzt natürlich das Ganze einfach so machen und sagen, hier ist die Adresse, wer Bock hat, kommt hin. Das möchte ich aber nicht, weil dann habe ich keinen Überblick, wer kommt und vor allen Dingen auch, wie viele Leute kommen. Wir haben da zwar ein riesen Gelände und Platz, aber ich sag mal so, 50 bis maximal 100 Leute. Ich kann mir zwar schwer vorstellen, dass es so viele werden, aber deswegen haben wir einen Ticketshop eingerichtet, damit ich einfach einen Überblick habe. Ich habe auch erst überlegt, die Tickets kostenlos zu machen. Dann wäre aber das Problem, dass wahrscheinlich jeder Hannes sich da ein Ticket holen würde und sich so denkt, ja, ich hole mir jetzt einfach ein Ticket und mal gucken, ob ich hinfahre, ob ich dann Zeit und Bock habe. Das geht nicht. Ich brauche einen Überblick und deswegen haben wir einen Ticketpreis von 5 Euro festgelegt. Der Link kommt gleich, kleinen Moment. Wir haben einen Ticketpreis von 5 Euro festgelegt. Dieses Geld, was mit diesen Tickets eingenommen wird, geht an die Leute, die Location zur Verfügung stellen. Da muss das Dach repariert werden. Die finanzieren sich da mit kleinen Festivals und so Sachen, wie ich halt mache. Und deswegen machen wir das Ganze so. Also, ich öffne jetzt mal hier eine Seite und da seht ihr mal, wie dieser Ticketshop aussieht. Und dann besprechen wir das Ganze. Wie alt muss man mindestens sein? Ich würde jetzt sagen 18. Es wird natürlich auch das ein oder andere Bier getrunken. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt unter 18 seid und eine Einverständniserklärung von euren Eltern habt, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Also, pass auf. Ich mache jetzt hier die Seite auf und dann gucken wir uns mal das Ganze mal zusammen an. So, da ist das Ding. Tacos World Community Treffen, 27. bis 28. Juli 2024. Das Ganze wird im Harz stattfinden. Die Location, wo das Ganze stattfindet, wird nur den Leuten bekannt gegeben, die auch ein Ticket kaufen. Das wird nicht öffentlich gemacht, weil ich wirklich möchte, dass da nur Leute hinkommen, die auch wirklich sich vorher angemeldet haben und ich keinen Bock habe, dass da irgendwie nachher 10, 20 Leute auftauchen, die da irgendwie, keine Ahnung, Stress machen oder so, ne? Genau, nackt ums Feuer tanzen, so ist der Plan. Kannst du schon mal eine Stadt nennen? Ich sag mal Harz, Harzkreis. Der Harz ist zwar recht groß, aber ist ziemlich zentral in Deutschland. Und deswegen sollte das Ganze kein Problem sein. So, wir gucken uns das Ganze hier mal an. Tacos World Community Treffen im Harz. Mit Feuer, Grillen, Zelten und vielen netten Menschen. Ticketpreis ist 5 Euro. Aber wir sammeln zusätzlich Spenden für Erhalt der Location und Unterstützung der Besitzer. So, nächste Thema. Ticketpreis 5 Euro. Aber es darf natürlich auch jeder, der kommt, noch spenden für den Erhalt dieses Ortes. Ich werde selber auch aus eigener Tasche nochmal eine dreistellige Summe auf den Tisch legen, um sozusagen ja diese Location zu mieten. Ne?
Ich gucke gerade mal in den Chat. Ja, das musst du gucken, Lilim. Ich kann das leider nicht entscheiden. Da musst du schon deine Mama fragen. Es tut mir leid. So, okay, wir lesen weiter. Bitte bringt Getränke und etwas zum Grillen mit. Das ist das nächste Thema. Ich werde natürlich auch etwas an Grillgut und Getränken bereitstellen. Es wird außerdem auch auf dem Gelände ein Kiosk, sage ich mal, geben. Aber ich fände es cool, einfach wenn jeder irgendwie ein bisschen was mitbringt. Wir können uns ja dann auch nochmal, ich werde nochmal eine WhatsApp-Gruppe machen. Ich habe einen Discord-Server, da können wir uns austauschen. Wer bringt was mit? Der eine vielleicht einen Nudelsalat, der andere einen Kartoffelsalat. Wie auch immer. Weißt du, ich will einfach, dass wir eine geile Zeit haben. Zusammen grillen und essen und jeder bringt irgendwie was mit, ob es jetzt irgendwie alkoholische Getränke, Softdrinks, was zu essen ist oder sonst irgendwas, ne? Man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin. Man kann mit dem Zug fahren in eine Stadt und von dort fährt ein Bus direkt da vor die Haustür. Sunflower, das tut mir leid. Ich kann es leider nicht jedem recht machen. Okay, wir lesen weiter. Genau. Es wird vorher noch eine WhatsApp-Gruppe geben, in der man sich austauschen kann, habe ich gerade gesagt. Es gibt eine Wiese zum Zelten, Bäume für Hängematten, Stellplätze für Camper, auch die Möglichkeit, mit Taco in einem Lost Place auf dem Gelände zu übernachten. Also, es gibt genug Parkmöglichkeiten. Es gibt Parkmöglichkeiten für Wohnmobile. Das könnt ihr selber entscheiden, ob ihr ein Zelt mitbringt, ob ihr einfach nur eine Isomatte und einen Schlafsack mitbringt. Ich weiß selber noch nicht, ob ich dann an dem Abend Bock habe, im Zelt zu pennen und meine Ruhe haben will oder ob ich mit euch zusammen im Lost Place penne. Das können wir dann alles gemeinschaftlich entscheiden. Ne? Okay. Geplant sind Spiele und Gruppenaktivitäten sowie Lagerfeuergeschichten und Baden im angrenzenden Fluss. Bitte bringt nur gute Laune mit. Ganz genau. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Leute, die da irgendwie meinen, jetzt irgendwie Stress anzufangen oder so, ne? Ich sag mal so, es wird einen Sicherheitsdienst geben und wer sich irgendwie daneben benimmt, ne? Der kann nach Hause fahren wieder, damit das schon mal klar ist. Und ja, so viel dazu. Ab wann geht es ungefähr los? Am 27. Juli. Ihr könnt kommen, wenn ihr wollt. Ich werde ab mittags irgendwann da sein, 13, 14, 15 Uhr. Das Ganze geht dann bis Sonntagmittag, also 24 Stunden, sage ich mal, haben wir Zeit. Ich hatte erst überlegt, ob ich 2 Tage mache, aber ich glaube, das wird mir auch ein bisschen zu viel. Genau, wir haben auf jeden Fall einen richtig geilen Abend, machen wir uns. So, die Location befindet sich im Harz. Genauer Standort wird aus Sicherheitsgründen erst kurz vorher bekannt gegeben. Parkplätze sind vorhanden, genau, Zeltplätze, Toiletten sind vorhanden. Ihr müsst jetzt nicht alle in den Busch gehen, ne? Ihr könnt da auch im Gebäude auf Toilette gehen. Man kann auch mit dem Auto pennen, Schmiede, na klar. Bilder dürft ihr machen, aber ich habe halt wie gesagt keinen Bock, dass es wie beim letzten Community-Treffen ist, dass da jetzt auf einmal 10 Leute kommen, die irgendwie jetzt Futter für ihren YouTube-Kanal brauchen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir wollen einfach zusammen eine gemeinsame Zeit haben. Da soll es jetzt nicht irgendwie drum gehen, seinen YouTube-Kanal zu pushen. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Papa Taco greift sonst hart durch. Und nicht nur ich greife hart durch. Es wird auch jemand da sein, der kann hart durchgreifen. Und wenn sich wer daneben benimmt, dann wird auch hart durchgegriffen. Ja, wir wollen eine geile Zeit haben. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen hier nicht solche Spackos, wie wir gerade bei Leon in dem Video gesehen haben. Ne? So, okay. Hier steht es ja auch nochmal. Beginn 15 Uhr, Ende 15 Uhr, 27. bis 28. Juli. Und ihr könnt dann hier entweder für 5 Euro ein Ticket für den Samstag kaufen oder ihr könnt auch für 5 Euro ein Ticket für beide Tage kaufen. Das ist einfach nur, damit ich eine Übersicht habe, wie viele Leute kommen und wie viele wollen über Nacht bleiben. Ne? Ich werde selbst auch nicht für YouTube filmen. Das wird einfach nur eine geile Zeit. Das soll jetzt kein Videoprojekt werden. So. Genau. Okay. Ich glaube, es ist jetzt mal Zeit, den Link hier in den Chat zu hauen. Ich habe den eben schon hier in meine Ablage gehauen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Nee, irgendwie nicht. Hier oben steht es ja auch. Ja, ich kann es gerade irgendwie
kann ich es nicht kopieren. Ich weiß auch nicht, was der Scheiß hier gerade soll. Ah, jetzt. So. So, hier ist der Link. Über diesen Link könnt ihr euch ab jetzt ein Ticket buchen. Und genau. Das Ganze hier wird natürlich auch nochmal auf YouTube hochgeladen, damit die Leute auf YouTube auch alle Bescheid wissen. Für euch ist dann der Link unten in der Videobeschreibung. Ne? So, und jetzt habt ihr Fragen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ja, da ist schon die erste. Gibt es eine begrenzte Anzahl von Tickets? Ja. Vorerst haben wir das Ganze auf 50 Tickets begrenzt. Wir werden erstmal schauen, wie schnell diese 50 Tickets weg sind. Gegebenenfalls werde ich das Ganze nochmal erhöhen auf 75 oder 100 Tickets. Ne? Also ich habe richtig Bock, Leute. Ich bin richtig stolz drauf, dass ich diese Location dafür an Land gezogen habe. Und glaubt mir, das ist richtig geil dort. Wir werden das, wenn wir noch Glück mit dem Wetter haben, das wird legendär. Das kann ich euch versprechen. Das wird richtig, richtig geil. Gibt es noch mehr Fragen? Dann haut die jetzt rein hier. Ja? Es wird sogar vielleicht, eventuell wird es sogar das ein oder andere Live-Konzert geben. Ja? Ob ich singe? Witzig, dass du fragst. Nein, ich werde nicht singen. Aber eventuell, ja. Ich kann mal so viel sagen, es gibt da jemanden, der hat einen Song über mich geschrieben. Also wirklich professionell produziert. Ich werde auch in den nächsten Monaten zu diesem Song mit diesem Künstler ein Musikvideo produzieren. Und ja, vielleicht wird es von diesemjenigen ein Live-Konzert dort geben, was ich dann auch mitperformen werde. Mal gucken. Kommt noch ein Urbexer? Ja, also ich sag mal so, ich werde auf jeden Fall noch persönlich Leute einladen. Freunde oder Leute aus der YouTube-Szene, die ich gern dabei hätte. Aber jetzt, bis jetzt ist noch nichts weiter geplant. Du kannst gerne deine 6-jährige Tochter mitbringen. Gerne. Klar, warum nicht? Gibt es Sitzmöglichkeiten? Es gibt einige Sitzmöglichkeiten, aber ja, mein Gott, und wenn es dann irgendwie ein Holz, sag ich mal hier, so ein Holzflock ist, wo man sich draufsetzt. Ihr könnt euch auch Campingstühle mitbringen. Ne? Also es wird auch einige Stühle und sowas da geben. Das kriegen wir schon hin. Je nachdem auch, wie viele Leute es werden. Wie gesagt, wir haben mehrere Feuerstellen. Wir haben eine große Feuerstelle. Ich hoffe, dass das Wetter gut wird. Dann können wir uns alle schön um die Feuerstelle drumherum setzen. Und ja, wenn es jetzt deutlich mehr Leute werden, dann wird das Ganze natürlich so ein bisschen aufgeteilt auf mehrere Bereiche. Ne? Ich werde auch immer mal überall dabei sein. Das ist alles gar kein Problem. Genau, Bilder machen als Erinnerung ist vollkommen in Ordnung. Ne? Fotos machen, wir können zusammen Fotos machen, ne? Wir können auch mal zusammen, wenn jetzt mehrere Leute da sind, die jetzt alle sagen, oh Taco, ich will ein Foto mit dir machen, dann nehmen wir uns auch mal eine Stunde Zeit und dann wird das einmal abgefrühstückt, dann können sich alle einmal anstellen und genau, das kriegen wir schon alles hin. Wie gesagt, Venom, wenn die Tickets jetzt wirklich schnell ausverkauft sein sollten, ich glaube, sieht man das hier? Ich kriege hier direkt eine Zahl angezeigt? Nee, das muss ich dann erfragen. Ah, hier steht, aktuell verfügbar, 28. Das heißt, es haben jetzt schon 22 Leute ein Ticket gebucht? What? Damit habe ich nicht gerechnet. Krass. Heftig. Okay, Leute, die Tickets werden schnell knapp. Wie gesagt, es gibt jetzt erstmal 50 Tickets. Und ich werde gegebenenfalls dann nochmal erhöhen auf 75 und dann auch nochmal auf 100. Weil jetzt zum Beispiel hier schon die ersten Leute,
die sagen, ja, sie müssen auf ihr Gehalt warten. Es ist natürlich auch so, dass ich das Ganze hier noch auf YouTube hochlade. Das wird auch noch ein paar Tage dauern. Die Leute sollen natürlich dann auch noch die Chance haben, ein Ticket zu bekommen. Ich werde nochmal das auf Instagram veröffentlichen. Die Leute sollen auch eine Chance haben, das Ticket zu bekommen. Deswegen werde ich das immer so Step by Step nochmal erhöhen. Aber auch nochmal dann bekannt geben. Vorzugsweise auf Instagram. Auf Instagram bin ich eigentlich jeden Tag aktiv und da werde ich dann auch nochmal immer den aktuellen Stand geben, wie viele Tickets sind noch verfügbar. Es sind jetzt wieder neue Tickets verfügbar. Also auch wenn ihr das hier auf YouTube seht, folgt mir gerne auf Instagram, dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Oder auch mal gerne in meinen Discord-Server kommen. Leider habe ich hier gerade keinen Mod am Start hier im Twitch, der hier mal gerade den Discord-Server reinschicken könnte. Aber wenn ihr das hier auf YouTube seht, Discord-Server in der Videobeschreibung, Ticketshop in der Videobeschreibung. Ja, ne? Das wird eine geile Sache, glaube ich. Das wird eine richtig geile Sache. Das wird mega. Wir werden richtig Spaß haben. Glaubt mir. Dafür werde ich sorgen. Ja, okay. Line, das tut mir leid. Dann frag doch mal irgendjemanden, den du kennst, ob er das Ticket für dich bucht. Ne? Das kriegen wir schon hin. Jetzt sind es nur noch 22, oder wie? Holy moly, was ist denn los mit euch? Ihr seid ja völlig crazy. Geil, ey. Das freut mich. Das freut mich. Das wird geil. Also, ich denke mal, wir haben erstmal alles geklärt. Und ja, Leute, ich freue mich, euch mal persönlich kennenzulernen. Auch wenn ihr das hier auf YouTube seht. Ja, schaut rein, wie viele Tickets noch verfügbar sind. Ich werde das nochmal erhöhen. Vielleicht werden wir sogar auf 150 erhöhen. Ich muss nochmal mit den Betreibern sprechen, für wie viele Leute wir jetzt wirklich Platz haben. Aber ich weiß halt, dass an diesem Ort auch öfter kleine Festivals stattfinden. Also es wird auf jeden Fall genug Parkmöglichkeiten geben. Katharina, das sollte kein Problem sein, ne? Das sollte kein Problem sein. Ja, ihr könnt im Auto schlafen. Wie gesagt, ihr könnt mit mir auf der Wiese zelten. Ihr könnt mit mir im Lost Place schlafen. Das ist alles kein Problem, ne? So, ich hau hier nochmal den Link rein. Für die, die es jetzt verpasst haben, hier den Link. Und ich würde sagen, dann beenden wir das Thema hier erstmal an der Stelle. Wenn ihr das hier auf YouTube seht, lasst mir auch gerne hier ein Abo auf meinem Kanal da. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video, zum nächsten Abenteuer. Lasst es euch gut gehen. Ciao.